Mitten im Herzen des malerischen St. Wolfgang am Wolfgangsee, da liegt das Hotel Zimmerbräu. Ein Haus mit typisch österreichischer Gastfreundschaft und langer Tradition. Das Haus ist fast 500 Jahre alt. Es war früher eine Brauerei und der Egidius Zimmermann, der damalige Braumeister, war namensstiftend für das Haus. Meine Eltern haben das 1972 gekauft. Ich habe das von ihnen 1995 übernommen und führe das seither mit meinem Mann. Wir haben die letzten 25 Jahre umgebaut, modernisiert, erweitert und wir sind sehr stolz drauf, was wir geschafft haben. Das Besondere an St. Wolfgang ist die über 1000 Jahre alte Geschichte und wir haben Berge und Seen, alles in Fußnähe erreichbar. Man kann total viel machen bei uns, egal ob Wandern, Sporteln, Ruhe, Sommerfrische. Es ist einfach schön bei uns. Hohe Berge, sattgrüne Wiesen und der tiefblaue See. Ja, hier kann man sich im Einklang mit der Natur noch so richtig erholen. Man kann bei uns die typischen Wassersportarten machen, wie Stand-up-Paddeln, Wasserskifahren, Segeln oder Surfen, Tretboot fahren. Und wenn man nicht treten möchte, fährt man halt einfach mit einem Elektroboot oder mit einem Schnellboot. Dann ist man ratzifatzi entweder in St. Gilgen oder in Strobl drüben. Oder man fährt mit einem großen Schiff. Das ist auch total schön und entschleunigend, weil man vom See hat man ganz einen anderen Blickwinkel als wie vom Ort. Ja, und die Zimmer des Hotel Zimmerbräu sind urig gemütlich und topmodern zugleich. In dieser heimeligen Atmosphäre fühlt man sich sofort geborgen und kann loslassen und so richtig entspannen. Wir haben das große Glück, dass wir von den Eltern zwei Bootshäuser vererbt bekommen haben und die haben jetzt für die Gäste hergerichtet. Man wohnt am Wasser und springt in der Früh ins Wasser. Auf der großen Terrasse kann man frühstücken und hat natürlich einen Rundumblick von der traumhaften Bergwelt. Am hoteleigenen Privatstrand kann man sportlichen Aktivitäten im und am See nachgehen oder einfach relaxen und die Seele baumeln lassen. Wenn das Wetter mal nicht so schön ist, dann kann man sich sehr gern da im Wohnzimmer zurückziehen. Das ist für die Gäste ein Ruhepol, eine Ruheoase. Mal gemütlich ein Buch lesen, einen Kaffee trinken, ein Glas Wein genießen. Einfach mal nichts da. Mehr Infos für Ihre perfekte Sommerfrische am Wolfgangsee unter zimmerbräu.aeu geschrieben.com.